1904, Mitterolang. Nach einem verheerenden Dorfbrand stehen am 20. Juli 42 Familien obdachlos auf der Straße. Schon damals sichert die Tiroler Versicherung Existenzen. Damals wie heute, feuerfest versichert mit der Tiroler Versicherung. Seit 1821, www.tiroler.it. Mein Auto gemietet. Bei Sparkasse Auto sind alle Spesen in der Monatsgebühr inbegriffen. Sparkasse Auto. Sorglos, viele Vorteile nutzen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von FCS Flash auf SDF. Und heute hier im FCS Center habe ich einen ganz besonderen Gast und das ist Kapitän Hannes Fink. Einen schönen guten Abend, hallo. Schönen guten Abend, hallo. Also das Spiel am Samstag gegen Fano, ja, da fielen die Tore in den letzten Minuten, 1:1 ging das Match aus. Ganz anders war es dann eigentlich das Match am Mittwoch im Drusus-Stadion. Da konntet ihr die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ja, ich glaube, es war am Samstag sicherlich auch von uns nicht ein schlechtes Spiel. Aber wie es in dem Spiel ist, wenn man nicht schafft, das erste Tor zu schießen, obwohl man die Chancen hat, dann wird es allerweil schwieriger. Und zum Schluss, wie wir sagen, haben wir noch ein riskiertes Spiel zu verlieren. Und es darf eigentlich so eine Mannschaft wie uns nicht passieren. Aber im gleichen Moment haben wir es noch wieder geschafft, obwohl wir ganz wenig Zeit war, das Spiel wieder auszugleichen. Und deswegen sind wir eigentlich schon wieder mit einem guten Gefühl gestartet und da haben wir uns viel vorgenommen für das Spiel am Mittwoch. Und ich glaube, haben wir mal eine super Leistung gebracht, verdient das Spiel gewonnen. Jetzt ist 2:1 ausgegangen, nicht gekannt her herausgehen. Aber wir sind zufrieden und vor allem, wir haben noch 3 Spiele, wo wir nicht mehr gewonnen haben, wieder endlich die 3 Punkte. Das Spiel war ja gegen Mantova. Es gab aber schon eigentlich viele Torchancen für den FC Südtirol. Hätte da eigentlich mehr rauskommen können? Ja, ich glaube, wir sind schon mal mit 2:0 in Führung gegangen. Ist, glaube ich, nicht schlecht, auch weil Mantova eine gute Mannschaft war. Aber wir sind eigentlich relativ gut dominiert haben. Wir hätten das dritte Tor schießen gekannt, schießen müssen vielleicht. Aber ich glaube, morgen ist das ein super Spiel gewesen. Wir schauen uns jetzt ganz kurz die Tabelle an. Also Perugia und Calcio Padova ganz oben auf der Tabelle mit jeweils 20 Punkten und mit nur einem Punkt dahinter an dritter Stelle jetzt der FC Südtirol. Ja, und ohne Verschnaufspause geht es jetzt eigentlich weiter am Sonntag, da schon das nächste Spiel. Ja, das nächste und sicher nicht wieder ein leichtes Spiel, aber ich glaube, wir sind in einem guten Moment, sei es körperlich wie auch psychisch und deswegen glaube ich, hoffen wir, dass wir wieder die Leistungen, die wir schon in den letzten Spielen bringen, dass wir es einen Sonntag wieder schaffen und danach eigentlich müsste das Resultat wieder passen. Mhm. Ihr spielt auswärts gegen Imolese. Wie ist so die Mannschaft? Stark? Ja, es ist allgemein eine sehr ausgeglichene Meisterschaft. Unterschätzen darf man keinen Gegner. Es liegt aber meistens dann schon an uns, ob wir es schaffen, unsere Leistung abzurufen und vor allem, ob wir auch da die Chancen oder die Episoden, was es in so einem Spiel gibt, ob wir die positiv nutzen, ist meistens noch entscheidend, was das Ergebnis umgeht. Die Stärken und Schwächen von Imolese? Ja, wir haben jetzt noch 2 Tage und der Trainer bereitet sich das Spiel sicherlich jetzt noch in den letzten 2 Tagen ein bisschen gezielter vor. Wir haben jetzt mal verschnauft nach dem Spiel im Mittwoch, heute haben wir wieder ein gutes Training gemacht, deswegen wir werden in den nächsten Tagen noch genau jetzt Videoanalysen machen, aber sicherlich sind es ein Gegner, der aus tief steht, sich gut verteidigt, vorne aber gutes Potenzial hat, deswegen auch vor allem für ein Tor gut ist.
Und bis jetzt, die Spiele, was sie gespielt haben, waren alle relativ ausgeglichen. Also sie haben es geschafft, allem lang im Spiel zu bleiben. Und deswegen müssen wir uns auf einen harten Kampf einstellen. Ja, wie waren die letzten Begegnungen mit der Mannschaft? Gegen Molese? Ja. Es waren alles schwierige Spiele. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren haben sie eine Supermeisterschaft gespielt. Und da sind sie allem schwierig zu spielbare Gegner gewesen. Ich kann mich erinnern, es ist das Feld bei ihm in allem Schien normal, deswegen kann man einen guten Fußball spielen. Und jetzt schauen wir uns ein paar Zahlen und Daten zu dem Spiel am Sonntag an. An diesem Sonntag findet der 11. Spieltag der Serie C statt. Nach dem erfolgreichen Spiel am Mittwochabend im heimischen und teilrenovierten Drusus-Stadion in Bozen treffen die Weißroten am Sonntag auf Imolese. Das Auswärtsspiel findet im Romeo Galli-Stadion statt. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. An den ersten 10 Spieltagen hat Imolese 12 Punkte gesammelt. Das Ergebnis von 3 Siegen, ebenso vielen Unentschieden und 4 Niederlagen. Trainer ist seit Beginn dieser Saison der 51-jährige Roberto Cevoli. Der FC Südtirol hingegen liegt mit 19 Punkten auf Platz 3, hinter Perugia und Calcio Padova. Für die Weißroten ist dies das 6. Auswärtsspiel. Und auch diesmal müssen die Zuschauerränge aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen leer bleiben. Also wir befinden uns ja momentan in einer recht schwierigen Zeit. Also die Bars, Restaurants sind geschlossen und so weiter. Wie ist das jetzt auch, jetzt habt ihr schon 2-mal im Drusus-Stadion Bozen gespielt, wie ist das jetzt auch, die Fans fehlen einfach. Die Stimmung ist ganz eine andere, oder? Ja, sicherlich. Erstens müssen wir mal sagen, dass wir extrem froh sein, dass wir wieder in Bozen spielen können. In so einem Stadion spielen können, auf so einem Platz. Also für uns ist das eine große Freude. Und vor allem für mich, weil ich schon lange dabei bin, wir haben lange auf den Moment der Verein hingearbeitet und mir darauf gewartet. Und deswegen, dass wir jetzt schon mal auf dem in der russischen Stadion, in so einem russischen Stadion spielen können, ist schon mal für uns super. Einerseits. Auf der anderen Seite logischerweise die Fans fallen im ganzen Fußball, fallen im ganzen Sport, fallen überall ein bisschen. Und deswegen, wie gesagt, wir hoffen, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Die Fans drücken momentan ja zu Hause die Daumen, also die Spiele werden ja übertragen. Hast du vielleicht eine Botschaft, einen Appell auch an die Fans da draußen? Ja, es ist schon mal schön zu sehen. Also man kriegt viele Mitteilungen in letzter Zeit. Also wir werden stark verfolgt und es schaut auch so aus, als ob die Spiele, was wir zeigen in unsere Fans, gefallen bis jetzt. Wir werden weiterhin unser Bestes geben und wir hoffen, dass es allem an unserer Seite sein, so wie es allem gewesen ist. Wie ist das jetzt bei euch? Werdet ihr vor jedem Spiel auf Corona getestet? Ja, wir machen allem 48 Stunden, wenn ich mich jetzt nicht täusche, vor jedem Spiel einen Corona-Test. Und logischerweise leider die negativ getesteten Spieler dürfen ein Spiel teilnehmen. Nicht nur beruflich geht es bei dir aufwärts, also auch privat. Da steht ja ein sehr freudiges Ereignis bevor. Ja, ich wäre Tata in Jänner zum ersten Mal. Deswegen, man weiß, ich glaube, viele wissen es, ich weiß es noch nicht, aber man weiß nicht genau, auf was man sich da einstellen muss und was auf uns zukommt. Aber wir freuen uns und hoffen, dass alles gut geht. Und auch ich wünsche alles Gute und auch viel Erfolg für das kommende Spiel am Sonntag und vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke vielmals. Schönen Abend. Und auch ich wünsche Ihnen allen zu Hause einen wunderschönen Fernsehabend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bleiben Sie gesund.
1904. Mitterolang. Nach einem verheerenden Dorfbrand stehen am 20. Juli 42 Familien obdachlos auf der Straße. Schon damals sichert die Tiroler Versicherung Existenzen. Damals wie heute, feuerfest versichert mit der Tiroler Versicherung. Seit 1821. www.tiroler.it. Ich habe mein Auto gemietet. Bei Sparkasse Auto sind alle Spesen in der Monatsgebühr inbegriffen. Sparkasse Auto. Sorglos viele Vorteile nutzen.